Hast du dazu Fragen, wie du suchen und wie du finden kannst, die du an mich stellen möchtest? Ich persönlich finde es auch schwierig, jetzt also eher Aktien zu finden, die nicht mit großen Unternehmen zu tun haben. Also weil bis jetzt habe ich halt eher nur in große Unternehmen investiert. Wie wäre es denn, wenn ich zum Beispiel in ein kleines Unternehmen investieren würde? Wie findet man denn das? Also kleinere Unternehmen muss man wirklich aktiv suchen. Und zwar deshalb, weil ja viele kleine Unternehmen gar nicht an der Börse sind und du ja nur an börsennotierte Unternehmen investieren kannst. Du hast auch eine Restriktion. Als Mitarbeiter der Credit Suisse musst du Schweizer Aktien kaufen. Ist das richtig? Nein, aber die Gebühren bei Auslandsaktien sind höher als bei der Schweizer Aktien. Deswegen finde ich persönlich, dass es sich nicht wirklich lohnt. Ah, okay. Gut, also suchen kannst du kleine Unternehmen, indem du den Filter brauchst beim Obermatt Login, kannst du einen Filter verwenden und du kannst zum Beispiel nach Firmen filtern in der Schweiz sind, dass ihr Headquarter in der Schweiz haben, wir haben das immer nach Headquarter gemacht und dann kannst du nach der größten Klasse filtern und das haben wir absichtlich sehr einfach gemacht. Wir haben wie die Schuhgrößen oder Kleidergrößen, geht es von XS oder für extra small bis zu XXL für extra extra large. Ja. Gibt's Größen und die Größen haben wir berechnet, diese Kleidergrößen für Aktien haben wir berechnet, indem wir nicht nur geschaut haben, wie teuer ist die Aktie, das ist so eine typische Methode, dass man schaut, ein Unternehmen, das teurer ist als Ganzes, wird als gross eingestuft, als ein Unternehmen, das weniger teuer ist. Wir haben das ein bisschen breiter gemacht, nicht nur der Marktwert genommen, sondern auch den Umsatz genommen, den Gewinn genommen des Unternehmens und auch die Anzahl Mitarbeiter genommen. Und wir haben dann eine Gewichtung gemacht von diesen Größen, um diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die wirklich die größten, respektive eben auch kleiner sind. Das heißt, du kannst auf den Filter gehen bei Obermatt im Login und du kannst filtern nach kleinen XS oder vielleicht beginnst du mal einfach mal bei S und bei M und schaust die Small und Medium Unternehmen an, die wir bei Obermatt in der Schweiz haben. Und dann kannst du im Prinzip prüfen, ob du dort Namen kennst. Vielleicht kennst du einen Namen. Es ist aber auch eben oft so, dass diese Firmen selber wieder andere Brands haben. Also eine Nestlé hat nicht nur Nestlé, oder? Sie haben auch noch Nescafé und Nespresso und, und dann haben sie Milchprodukte auch wieder mit eigenen Namen. Und man muss dann halt einfach auch schauen, man kann auf die Webseite gehen, also wenn man die ausgefiltert hat, kann man draufklicken und ist sofort auf der Webseite des Unternehmens und kann dort schauen, was die alles machen. Ja. Also so könnte man auch kleinere Unternehmen finden.